Liebe Filmfreunde, ich habe mir gerade Warm Bodies angeguckt. Romeo und Julia in einer Zombie-Geschichte. Und mit mir im Kino waren die... Svenja. Und? Die Julia. Ja, und Svenja, Julia und hier der ehrliche Dennis, wir waren die einzigen drei im Kino. Könnt ihr euch das in irgendeiner Weise erklären? Ja, andere wussten wahrscheinlich schon vorher, wie gut der Film ist. Das war eine Viertel nach acht Vorstellung, nur nochmal wohlgemerkt. Wie hat's dir gefallen? Der war super. Ja. Ja, ich fand den toll. Ihr seid euch da gerade nicht einig. Was sagst du denn? Ja, also es ist ein Film, den man sich vielleicht mal auf DVD angucken kann, aber nicht im Kino. Aber ich habe euch laut lachen hören und das müsst ihr gewesen sein, sonst war niemand da. Ja, also ich habe darüber gelacht, dass es so absurd ist, dass es schon wieder witzig war, ja. Aber es ist kein witziger Film. Also ich habe tatsächlich, bin ich mit hohen Erwartungen in diesen Film reingegangen. Ein Zombie mit einer Identitätskrise habe ich mir verflucht witzig vorgestellt. Fand stellenweise auch lustig, also dass jetzt nur wir drei da waren, finde ich ein bisschen schade. Mhm. Aber ein Highlight ist es nicht, oder? Nein. Also du sollst dir jetzt aber von uns auch nichts einreden lassen. Also er ist süß gemacht. Es ist ein süßer, niedlicher Film mit ein paar witzigen Momenten, aber es ist jetzt kein mega Kinoabend gewesen. Stimmt, ja. Also es hätte auch gereicht, auch DVD-Abend. Was sagst du denn in Prozent von 0 bis 100? Wie viel gibst du Warm Bodies? muss ich mal überlegen. 70? Aha, und? 15. 15. Oh, 25, gut. Nein. Okay, nee, bleiben wir bei 15. Ich würde dem Ganzen, glaube ich, so 60% geben, weil ganz so schlecht ist er jetzt nicht. Oh, komm. Also wenn man vielleicht noch 10 Jahre jünger ist, dann ist es vielleicht eine 60. Aber alles so über 25-Jährige ist es unter 30. Ja, ich bin ja definitiv unter 25. ich finde tatsächlich, es ist eine witzige Geschichte für Fans von, habt ihr Zombieland gesehen zum Beispiel? Ja, den fand ich besser. Ja, der ist definitiv besser, aber so die Grundidee, ein Zombie mit Identitätskrise und so, finde ich ganz lustig, auch dass er Selbstgespräche führt, wie sich das Ganze dann auflöst und Liebe heilt die Welt und so, ist bescheuert. Ja. Ja, das ist tatsächlich bescheuert. Der Trailer hat ein bisschen mehr gesagt als der Film jetzt letztendlich, ja. Also sind wir uns ziemlich einig, reicht auf DVD 60, 15 und wie viel waren es? 70%? ja, sucht euch was aus.